Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über OKPay geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Wie bereits angekündigt, kommen zwei Berichte zu den Bezahlungssystemen OKPay und Advanced Cash. Nun ist OKPay an der Reihe und ich möchte euch meine Erfahrungen, die ich in ca. 4 Wochen Nutzung von OKPay gesammelt habe, mitteilen. Vorab schauen wir uns natürlich das Angebot an und was die Seite sonst noch so zu bieten hat. Bereits über 1 Million Menschen nutzen die Vorteile der elektronischen Geldbörse bei OKPay. Dort kann man mit 21 verschiedenen Währungen handeln und das in mehr als 200 Ländern. Angeboten werden zu diesem Zeitpunkt 53 unterschiedliche Zahlungsmethoden, auf die ich später noch zu sprechen komme. OKPay ist seit 2007 am Markt und ist eine Marke der OKPay Incorporation. Die Gründer von OKPay setzen sich bereits seit 2000 mit Finanzsoftware und dem Handel mit Währungen im Internet auseinander. Damit das Unternehmen nicht crasht, haben sie Rücklagen, die ungefähr den Mengen entspricht, die bei OKPay unterwegs sind. Dafür haben sie Hardwährung auf unterschiedlichen Bankkonten gelagert. Die Ziele des Unternehmens sind, Privatsphäre und Sicherheit stets zu gewährleisten, grenzenlose internationale Transaktionen anzubieten und den Käufer sowie Verkäufer dabei zu schützen. OKPay ist ein Bezahlsystem mit einer E-Wallet, einer elektronischen Geldbörse. Damit kann man Geld versenden und empfangen. Vor allem Geldtransfers im Internet werden mit einer solchen Geldbörse zu einer Sache von wenigen Sekunden. Man führt die Überweisung aus, schickt sie ab und sie ist einfach sofort da, wo sie sein soll. Das macht das Shopping im Internet zu einer angenehmen und flotten Erfahrung. Wenn Freunde, Bekannte oder Kollegen ebenfalls OKPay verwenden, kann man sogar Anforderungen an diese stellen. Wenn man dringend 20 Euro aus einem OKPay-Konto Guthaben braucht, kann man eine Anfrage an jemanden stellen. Wenn alles gut geht, kann dieser die einfach annehmen und den angefragten Betrag senden. Überweisungen innerhalb OKPay sind gebührenfrei. Empfangen und senden kann man in 21 unterschiedlichen Währungen, die direkt in der Geldbörse umgerechnet werden. Egal ob Dollar, Euro, Pfund oder australische Dollar, man findet garantiert, was man sucht. Genau wie bei einem normalen Bankkonto kann man auch bei OKPay einen Zahlungsauftrag einrichten. So kann man Kosten, die in einem bestimmten Rhythmus immer wieder anfallen, automatisiert decken. Das ist interessant für jegliche Mitgliedschaftsgebühren oder Abozahlungen. Um einen besseren Überblick über die Finanzen zu haben, kann man innerhalb seiner Geldbörse unterschiedliche Börsen anlegen und diese benennen. Wer einen Hang zum Strukturierten hat, wird diese Funktion besonders mögen. Praktisch dabei ist, dass jede Wallet auch eine separate Bankanbindung haben kann, sofern man diese wünscht. Es gibt diverse Methoden, wie man Zahlungen empfangen oder senden kann, ohne Gebühren zahlen zu müssen. Eine gebührenfreie Aufladung geht zum Beispiel mit Visa oder Mastercard, mit Bitcoins, Dogecoins und Litecoins, mit RPK Money und alle Banktransfers. Bei allen anderen Anbietern fangen die Gebühren bei 1% an und hören bei 10% auf. Auch eine Banküberweisung mit Swift oder Express geht ohne Gebühren. SEPA-Überweisungen werden allerdings mit 1 Euro pro Überweisung berechnet. Gebührenfreie Auszahlungen kann man über diese Anbieter bekommen. Sofortbanking, Prompts, Vesky Bank, Bitcoins, Litecoins und Dogecoins. Die Erstellung eines Accounts bei OKPay sowie die Kontoführung ist mit kleinen weiteren Kosten verbunden. Hier sollte jeder fündig werden, egal ob Visa, Mastercard, Kryptowährung, es gibt genug Möglichkeiten. Ich habe bereits einige genannt und hier noch ein paar, die interessant sein könnten. Kiwi, BDCI, V1, Exmo, LawPay, AlphaClick, SBR-Bank, Moneypolo. Außerdem gibt es mit Megafon und Tele2 noch 2 mobile Zahlungsmethoden. Für Banktransfers werden Contact Faster, Intel Express, Nida Moneypolo und OniStream angeboten. Ähnlich wie bei Advanced Cash kann man auch über OKPay eine Kreditkarte beantragen. Nur ist man bei OKPay nicht auf eine Kartengesellschaft beschränkt, sondern kann zwischen mehreren wählen. Man hat die Wahl zwischen Visa, Mastercard und UnionPay, soweit ich das sehe. Wenn man in Deutschland lebt, macht hier die Moneypolo von Visa am meisten Sinn, da diese für Euro, Pfund und Dollar funktioniert. Voraussetzung hier ist allerdings, dass man sich zuvor noch bei Moneypolo anmeldet. Anschließend kann man diese Karte aufladen mit dem Guthaben des OKPay-Kontos. Es ist also eine Prepaid-Karte. Mit dieser Karte kann man in allen Geschäften bezahlen, die Visa akzeptieren. Da es eine der bekanntesten Kartengesellschaften in Deutschland ist, gibt es unzählige Akzeptanzstellen. Wenn Kreditkartenzahlung angenommen wird, kann man fast immer davon ausgehen, dass Visa funktioniert. Ein weiterer Vorteil der Karte ist, dass man sie bequem online bestellen kann und das in kurzer Zeit. Außerdem kann man auch an Geldautomaten Geld abheben. Die Bestellung der Karte kostet einmalig 15,99 € und wird nach Hause versendet. Um die Karte aufzuladen, muss man 2 Euro berappen oder 3 Euro, wenn man den Express-Service nutzt. Wenn man Geld vom Automaten sieht, kostet dies 2,70 Euro oder 1,80 Euro in England. Dabei kann man täglich nicht mehr als 1.500 Euro abheben. Das Maximalsaldo liegt bei 15.000 Euro. Man kann nicht mehr als 2 Einzahlungen am Tag vornehmen. Der Vertrag läuft 36 Monate und neben den genannten Gebühren gibt es keine weiteren laufenden Kosten. OKPay überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit der Möglichkeiten der Strukturierung und Organisation. Der Account war schnell eingerichtet und das System ist schön übersichtlich. Damit man das OKPay-Guthaben mit einer Banküberweisung aufladen kann, muss man seinen Account verifizieren, also die eigene Identität nachweisen.
Hier hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten, da meine Dokumente mehrfach abgewiesen wurden und immer kamen neue Gründe dazu, die zuvor nirgends geschrieben standen. Man muss nämlich einmal die Identität nachweisen und einmal die Adresse. Für die Identität geht Personalausweis oder Reisepass, um die Adresse nachzuweisen, braucht man ein offizielles Schreiben, wo sie steht, oder eine Rechnung. Diese Dokumente dürfen aber keinesfalls älter als 3 Monate sein. Für den einen oder anderen mag das kein Problem sein, aber da ich keine eigene Wohnung habe, habe ich keine Strom-, Internet- oder Festnetzrechnungen. Offizielle Schreiben erhalte ich genauso unregelmäßig, also versuchte ich es mit der einzigen Rechnung, die ich habe, mein Handy. Die wurde nicht akzeptiert, weil es sich um eine Online-Rechnung handelt. Nach langem Hin und Her haben sie schließlich ein Dokument akzeptiert. Der Support war sehr nett dabei und hat mich gut beraten. Ich denke, dass es sonst kein Problem ist, sich dort schnell zu verifizieren, solange man irgendeine Rechnung hat. Bei mir war es einfach Unglück. Ansonsten ist OKPay ganz nett, aber ich bevorzuge definitiv Advanced Cash, weil es da einfach schneller geht und ich mich dort besser zurechtfinde. Das sind einfach persönliche Vorlieben, da ich an OKPay sonst nicht zu bemängeln hätte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.